So, ich möchte euch ganz recht herzlich begrüßen zu diesem Livestream. Wir haben es endlich wieder geschafft, unser Club-Webinar jetzt auch mal wieder hier auf YouTube anzubieten. In den letzten Wochen nicht sonderlich viel am Arbeitsplatz gewesen. Von daher erstmal die Frage an euch: Könnt ihr mich gut verstehen? Ist die Audioqualität angemessen oder zu leise, zu laut? Dann kann ich das dementsprechend anpassen. Also von euch mal kurz die Rückmeldung bitte im Chat einfach schreiben, ob ihr mich gut verstehen könnt. Wenn dem so ist, würde ich mich natürlich sehr freuen. Und dann können wir gleich auch, sofern die meisten hier eingetroffen sind, direkt durchstarten. Wir führen dieses Webinar immer auf wöchentlicher Basis durch in unserem Trading Club. Und wenn wir hier dieses wöchentliche Webinar machen, dann geht es einfach immer darum, dass wir unseren Mitgliedern im Wir machen Trader Club was Gutes tun. Denn es geht weniger darum, dass ich irgendwas erzähle, was ich sonderlich gut kann. Nein, das macht keinen Sinn. Natürlich erkläre ich halt auch nur das, wo ich Kompetenz drin besitze, sonst macht es auch keinen Sinn. Aber ja, die Mitglieder stellen die Fragen. Hi Frank, hi Daniel, euch kenne ich. Und natürlich auch Hallo an alle anderen, gar keine Frage. Also auch heute wieder, ja, wenn ihr Fragen habt zu einem speziellen Punkt, den ich anspreche oder auch abgesehen davon, rein, wenn es ums Trading geht, wenn ihr dort eine Frage habt, dann sprecht das bitte an. Nutzt dafür einfach den Chat hier bei YouTube. Natürlich die Mitglieder, ihr könnt das sonst auch einfach bei uns im Chatraum eben schreiben. Ich habe alle Fenster offen. Das musste ich auch noch in den letzten Minuten regeln, dass ich hier noch einen zusätzlichen Monitor anschließe, weil es irgendwie mit dem Riesenmonitor nicht geklappt hat. Von daher haben wir jetzt alles offen und ja, können auch alles hier machen. So, das Thema, das seht ihr ja bereits, soll heute sein: Wahrscheinlichkeiten im Trading erhöhen. Und wie ihr vielleicht schon mitbekommen habt, ist es ja immer wichtig, dass wir vor allen Dingen auch uns einfach Dinge anschauen und die wirklich nicht nur sagen, okay, das stimmt, sondern dass wir die prüfen und dass wir die diskutieren. Und dann sollte es immer, nachdem wir das gemacht haben, objektiv geprüft haben mit unterschiedlichen Leuten hier, dass wir dann sagen, hey, das Ganze macht Sinn oder das macht keinen Sinn. Wenn jetzt also 5 Leute hier sind, später mehr Leute da sind und so weiter und wir alle sagen, das ja macht super Sinn, weil jeder dann nochmal drüber nachdenkt, dann ist das Prinzip einfach verstanden und dann wird es auch wahrscheinlich stimmen. Wenn wir aber einfach immer nur eine Sache glauben, die wir jetzt hören oder ja irgendwo mal gehört haben, dann wie hoch ist die Wahrscheinlichkeit, dass etwas stimmt? Genauso wollen wir hier vorgehen, deswegen fleißig mitarbeiten und nur dann können wir auch wirklich etwas mitnehmen. Das Thema also: Wahrscheinlichkeiten im Trading erhöhen. Bevor wir hier anfangen, möchte ich dich ganz kurz nochmal darauf hinweisen, dass ich hier nicht lizenziert bin und nichts, dass das einfach nur für Entertainment ist. Meine persönliche Meinung. Ihr müsst dementsprechend hier euch erstmal diesen Disclosure durchlesen und verstehen. Ja, alles euer persönliches Risiko. Und dann geht es auch schon weiter. Wir wollen hier so ein bisschen reingehen. Und so der kleine Aufhänger ist immer, ich suche mir so einen kleinen Aufhänger raus. Und dann gehen wir ja immer eine Stunde darauf ein. Mit jeglichen Dingen, die wir uns heute anschauen, wollen wir uns immer so ein bisschen im Hintergrund halten. Können wir dadurch die Wahrscheinlichkeit im Trading erhöhen oder senken wir dadurch die Wahrscheinlichkeit im Trading? Und was ist Trading eigentlich? Wer länger selbst tradet, dem wird klar, dass es sehr komplex ist, gerade bis man erfolgreich ist. Aber letztendlich können wir es vielleicht so klein und deutlich hier hinschreiben. Trading bedeutet eigentlich nichts, vor allen Dingen erfolgreiches Trading bedeutet eigentlich nichts anderes als zu sagen, wir gehen konstant Trades ein, bei denen wir eine Chance mit einem positiven Erwartungswert haben. Was da so ein bisschen hintersteckt, und das macht mathematisch einfach nur Sinn. Wir gehen irgendwo rein in den Markt, wir erwarten etwas und dieser Trade, diese Idee, die wir haben, die hätte historischen Erwartungswert. Und basierend darauf können wir diesen Erwartungswert abrufen in der Gegenwart, im Präsens und können einfach sagen, wenn wir das jetzt konstant hintereinander machen und einfach einen Erwartungswert haben. Und das heißt nie, dass es heute erfolgreich ist oder morgen erfolgreich ist. Aber ein Erwartungswert bedeutet immer, wenn wir es vielleicht 10-mal machen, dann haben wir einen Erwartungswert und sind also profitabel. Und genau
was dahinter steckt, das ist dann das Schwierige, ja. Wir müssen erstmal einen Erwartungswert haben. Wir müssen wissen, dass wir einen guten, einen positiven Erwartungswert haben. Wir müssen wissen, dass wir vor allen Dingen das konstant abrufen können. Das heißt, es gibt auf dem Weg dorthin gibt es Variablen, die wir ganz sicher beschreiben müssen, damit wir diese Variablen auch wiederholen können. Und wenn wir diese Variablen wiederholen können, dann können wir sagen, wir können das abrufen. Und dann kommen natürlich auch auf einmal psychologische Fähigkeiten hinzu, wie gehen wir mit Angst um und so weiter und so fort. Aber eigentlich, ja, eigentlich klingt es ja so einfach. An dieser Stelle möchte ich euch ganz kurz darauf hinweisen, dass wir gleich auch nochmal auf eine Strategie eingehen werden, die wir unseren Mitgliedern bereits beigebracht haben in Köln beim Seminar. Aber wir machen das Ganze nochmal als Online-Workshop. Das heißt, wenn jetzt hier einige schon bei uns aus dem Club gerade auch zuschauen, ihr gerade die jährlichen Mitglieder, ihr könnt einfach, ich schicke euch den Link rum, ihr könnt einfach teilnehmen. Wir machen das Ganze einfach als Webinar. Nächste Woche am Samstag, den 20.07. und Sonntag, den 21.07. Je nachdem, wie viele Teilnehmer, können wir das ein bisschen ja, zusammen skalieren, sage ich mal, dass wir vielleicht gar nicht diese 8 Stunden benötigen. Aber ich habe aus Erfahrung gerade aus dem letzten Seminar mitnehmen können, dass die Pausen dazwischen sehr wichtig sind und dementsprechend habe ich einfach mal so grob geplant. Und Sonntag machen wir dann nochmal eine kurze Session von 9 bis 13 Uhr circa, wo es dann voll und ganz auf eure Fragen eingeht und vor allen Dingen, dass wir diese Strategie, die wir im ersten Tag lernen, ja, wo wir jedes Konzept, jeden Einstieg bzw. jeden Indikator verstehen, warum Markt sich überhaupt bewegen kann, was sind Marktphasen und so weiter und so fort, was die meisten, obwohl sie schon längere Erfahrung hatten, was sie einfach nicht wussten. Und das zeigt mir einfach, dass da ein enormes Defizit besteht, gerade wenn man so Sachen beschreibt. Warum kann sich ein Preis über 5 Cent bewegen? Ja, weil da jemand kauft. Nein, das ist nicht richtig. Wie muss es geschehen und so weiter? Erst wenn ihr das versteht, dann könnt ihr wirklich auch ja weitergehen und erfolgreich sein. Und wir machen das einfach als Online-Workshop über 2 Tage. Wie gesagt, da muss keiner irgendwo erstmal ins Hotel reisen. Natürlich werden wir das in Zukunft auch nochmal machen. Aber gerade jetzt in der Sommerzeit war so ein bisschen die Rückmeldung, dass wir das mal testen sollten. Wer also jetzt hier extern dabei ist, wer noch nicht bei uns ein jährliches Mitglied ist, dem habe ich unten hier in der Beschreibung direkt den Link drunter gepackt. Ihr könnt auch einfach den Chat nutzen, um mal unsere Mitglieder zu fragen, ob das Betrug ist. So offen sage ich das ja ganz klar, weil wir wissen, wie die Branche funktioniert und dementsprechend wollen wir völlig transparent sein. Ihr habt also hier die Möglichkeit, wirklich bestehende Leute, die schon mal bei uns waren, zu fragen, ob das Sinn macht und nicht. Und wenn jemand sagt, das macht keinen Sinn, dann bin ich der Letzte, der sagt, ihr müsst trotzdem teilnehmen und so weiter. Ja, macht euch eigentlich einfach eure eigene Meinung. Und wie gesagt, wenn ihr Interesse habt, unten findet ihr den Link. Dann seid ihr zusätzlich bei uns ein jährliches Mitglied, habt die Software, habt unseren Chatraum, habt alle unsere Trading-Kurse, mit denen ihr lernen könnt. Ja, und dann geht's weiter. Wir wollen jetzt hier die Zeit nicht verplempern für sowas. Nur mal eben angedeutet, ja, für die bestehenden Mitglieder nächste Woche. Ihr könnt da gerne dabei sein. Für die anderen, ihr müsst erst Mitglied werden und dann geht's los. Wo soll es heute drum gehen? Ich habe gesagt, okay, es geht darum, dass wir offen hier heute diskutieren, wie wir die Wahrscheinlichkeiten im Trading erhöhen. Und es kommt immer so ein bisschen auf die Tools an, die wir benutzen, ja. Und was benutzen wir als Trader? Jeder Trader benutzt irgendwo einen Chart. Natürlich gibt es dann auch, wie wir unten sehen, fundamentale Daten, die wichtig sind, aber es sind immer Punkte, die wir einfach haben und wo wir sagen müssen, wenn wir die ein bisschen besser verstehen oder eben nicht ein bisschen besser verstehen, dann können wir entweder unsere Wahrscheinlichkeit dieses Trades erhöhen und natürlich auch minimieren, wenn wir die einfach nicht kennen. Und was mir erstmal wichtig ist, ist, dass wir alles so ein bisschen verstehen und dass wir heute immer wieder diese 4 Prinzipien uns einfach angucken. Und einfach mal gemeinsam durch Charts gehen heute und einfach mal sagen, wie sah dort die Situation aus? Wie sah dort der Trend vielleicht aus? Heißt das, dass ein Short gegen einen Trend keine Möglichkeit ist? Nein, aber dann können wir diskutieren, vielleicht macht es mehr Sinn, dann weniger zu riskieren und so weiter und so fort. Dann gehen wir so ein bisschen auch auf Statistiken ein, Support Resistance und auch mal fundamentale Daten, ja? Und wenn jemand von euch gerade denkt,
wir können uns gerne den und den Chart angucken, die und die Aktie, dann schreibt das einfach hier in den Chat. Dafür seid ihr da. Das ist jetzt keine PowerPoint-Präsentation, die über eine Stunde geht. Das war alles an Präsentation, was ich vorbereitet habe. Ja, es ist wichtig, dass wir auf eure Fragen eingehen, sonst mir bringt es nichts weiter. Ich kenne diese Punkte bereits und dementsprechend geht es um euch. Also fleißig sein, benutzt den Chat, haut da mal fleißig in die Tasten. Das Erste, was wir machen wollten, weil ich eben auch am heutigen Tage mit gestern so ein bisschen, ich habe mir den Goldchart angeguckt und über die Strategie besprochen, die wir nächste Woche dann nochmal in dem Online-Workshop beibringen, das ganze Konzept. Und da habe ich mir den Goldchart angeguckt und weil dieses Video Sonntag rauskommen wird, ja, wo ich da schon mal ein bisschen Einblick gebe, aber natürlich nicht so detailliert, wie ich es in 2 Tagen machen kann, dachte ich, gucken wir uns das einfach mal ein bisschen an. Natürlich möchte ich nicht zu viel vorwegnehmen, weil das Video ja am Sonntag auch rausguckt. Das heißt, dann könnt ihr das Sonntag auch alle bei YouTube nochmal gucken. Ihr wisst also jetzt schon, was kommt. Ihr seht hier gerade nochmal ein bisschen mein aktuelles Chart-Layout, was ich habe. Ihr wisst ja, dass ich mehrere Monitore habe, dass ich viel, viel mehr Charts noch habe. Aber das ist so ein bisschen das gerade, woran ich mich orientiere. Hier noch einfach mal so ein bisschen Einblick in mein Trading. Das war eine Aktie, die ich heute gehandelt habe, was ein bisschen bitter war. Also ich habe der erfolgreich abgeschlossen, war auch relativ stressfrei. Aber was ein bisschen bitter war, wir sehen es, wir sind hier hochgespiked bei der Handelseröffnung und meine Order lag exakt auf der 1,80. Und das Tageshoch, die Sau, war bei 1,78. Also das war gut auf der einen Seite, ja. Aber meine volle Position konnte ich nicht erreichen. Das heißt, ich habe hier vorher schon ein bisschen geschortet, also auf fallende Kurse gesetzt. Aber dann, ja, wie ihr es wisst, mein Style ist so ein bisschen, dass ich im Trend handle, dass ich eine These habe, warum es sich überhaupt bewegt in eine Richtung. Also da können wir direkt über diese Punkte sprechen, was wir gerade gesehen haben. Natürlich benutze ich Support Resistance. Natürlich benutze ich einen Trend. Ich benutze sogar Trends auf unterschiedlichen Zeitebenen. Natürlich benutze ich fundamentale Daten, die hier ganz stark waren. Natürlich benutze ich Statistiken. Das heißt, lass uns doch einfach mal glatt hier mit meinem aktuellen Trade anfangen, den ich heute gemacht habe. Der weicht von dem Konzept ab, was ich beibringe in dem Workshop, weil es ein bisschen komplexer ist, weil ich das bei Aktien mache, die, sage ich mal, für den Anfänger nicht geeignet sind. So viel muss man auch einfach sagen. Ja, für Anfänger möchte ich nichts beibringen, was für euch zusätzliches Risiko darstellt. Ja, das ist so, als wenn ihr super seid irgendwie im Auto fahren und ihr habt dort eine Rennlizenz oder sowas und dann gebt ihr einem 18-Jährigen, der gerade zum ersten Mal irgendwie seine dritte Fahrstunde hattet, gebt ihr das gefährlichste Geschoss. Ja, so wäre das zu vergleichen und das möchte ich nicht machen, gerade weil ich mich ja hier in der Position auch des Coaches sehe, dass ich einfach sage, okay, ich möchte für euch das beibringen, was, wo ihr die kleinsten Risiken habt, wo ihr gute Chance-Risiko-Verhältnisse habt, wo ihr sicher das handeln könnt, sofern ihr das getestet habt, wie der ganze Prozess aussieht. Das bringen wir euch immer bei. Das hier ist mein persönliches Steckenpferd, aber hier, ohne zu sagen, ihr müsst es handeln, einfach dennoch können wir sagen, abgesehen von dem, was ich handle, dass es relativ einfach ja aussieht. Und auch für mich hier, ja, wenn wir direkt schon mal auf Statistiken eingehen, kann ich schon mal so ein kleines Tool zeigen, was ich hier selbst benutze. Und ich habe mir hier so ein Skript gemacht, dass ich sehe, wie sieht das mit Gaps aus. Weil wir sehen das hier bereits unten links, ist hier der Tageschart für mich. Wir können das mal ganz kurz hier uns angucken. Und heute ist der Tag, dass wir hier hochgappen. Und wir sind bis 1, wo sind wir geöffnet? 1,45 und wir sehen, das ist also eine Aktie, die kann gar nichts, ja. Die ist einfach, das ist ein schlechtes Unternehmen und wir sehen, wenn die gapt, dann besteht ja die Tendenz dazu, dass letztendlich das Ganze auch abverkauft wird. Dennoch ist das ja erstmal eine Beobachtung. Dann habe ich hier sowas wie Stats und dann sehe ich, okay, hier in dem Fall habe ich 83% Wahrscheinlichkeit gehabt, basierend auf den rückblickenden historischen Ereignissen, dass das Ganze zumindest rot schließt. Rot schließt bedeutet einfach, Minus. Vom Open, von der Eröffnung, schließt das Ganze rot, bedeutet negativ. Und das gibt mir natürlich schon mal eine große Wahrscheinlichkeit, dass ich sage, meine These ist,
dass ich auf fallende Kurse setze. Das bedeutet aber auch, ja, dass ich erstmal ein bisschen warten muss, dass es hochgeht. Und dann nutze ich natürlich Support Resistance, nutze ich natürlich alles, was ich irgendwie benutzen kann. Und in diesem Fall sehen wir dann, ja, dass wir hier zum Beispiel jetzt einen super Trend hatten. Wir brechen dann hier drunter und dann kann man hier super in den vorherigen Support, wird jetzt zum Widerstand, kann man hier shorten und wieder bis nach unten handeln. Wie ich das hier bei einer Eröffnung gemacht habe, hier war es noch nicht allzu klar. Hier habe ich dann ungefähr bei 1,60 geschortet und mein finales Ziel war aber quasi, mein Stop-Loss über der 2 zu haben. Ja, weil ich einfach weiß, wie wichtig dieses Level ist und weil mein Ziel war, hier bei der 1,80 hinzuzufügen. Und dadurch, dass ich jetzt so skaliere, dass ich hier super wenig Risiko habe, also stellt euch vor, ihr habt einen großen Batzen, den ihr riskieren möchtet. Und ganz unten riskiert ihr jetzt super, super wenig davon. Also, wenn ihr sagt, ihr möchtet angenommen 100 Dollar riskieren, ja, um das ganz einfach zu halten, dann würde ich bei meinem Trade hier unten, wo ich 40 Cent riskiere, würde ich sagen, okay, da möchte ich jetzt vielleicht nur 20% davon riskieren, hieße, da ist so eine kleine Positionsgröße, dass ich nur 20 Dollar riskiere. Meine nächste Position wäre ich eingegangen bei 1,80. Und da ich da jetzt 20 Cent riskiere und sage, okay, da möchte ich mein volles Risiko eingehen, dann habe ich ja noch mathematisch 80 Dollar offen. Jetzt muss ich also kalkulieren, 20 Cent, 80 Dollar und die Anzahl an Aktien müsste ich da shorten. Und dadurch, dass ich jetzt so viel oben shorte und so wenig unten, ist mein Durchschnitt super weit oben, ganz nahe der 1,80, wahrscheinlich irgendwie 1,76 oder sowas. Und insgesamt in dieser ganzen Position würde ich dadurch nur 23 Cent riskieren. Und ihr seht, danach ist es wirklich gefallen wie ein Stein. Und das ist die Art und Weise, wie ich handle, wie ich in eine Position rein skaliere. Das hilft mir, dass ich so ein bisschen nicht zu aggressiv handle, weil ich festgestellt habe, ich kann nicht gut Trades verpassen. Wenn ich aber mit ein bisschen drin bin, ja, dann ist es okay für mich. Ja, dann kann ich trotzdem auf höhere Preise warten, um da reinzugehen. Aber alles immer im Trend, alles mit den anderen fundamentalen Dingen. Wie rechnest du die Wahrscheinlichkeiten aus? Frank, das ist das Schöne, wenn du zum Beispiel mit Gaps handelst. Ja? Wenn du mit Gaps handelst, ein Gap bedeutet doch, zumindest so wie wir es jetzt erstmal definieren, natürlich gibt es Intraday-Gaps, aber ein Gap bedeutet, dass wir hier auf dem Tageschart ein Gap sehen. Und Tageschart ist einfach, denn ihr könnt euch, falls ihr es nicht wisst, ihr könnt euch beispielsweise die ganzen Tagesdaten einfach bei Finance, Yahoo oder sowas runterladen. Das heißt, ihr könnt euch umsonst alle Tagesdaten runterladen, die ihr möchtet. Und eine Kerze hat ja immer vier Eigenschaften. Den Eröffnungspreis, den Schlusspreis, das Hoch, das Tief. Und wenn ihr die habt und jetzt ein bisschen mit Excel euch auskennt, könnt ihr sagen, ja, wenn der Open 20% größer als der vorherige Close, also quasi die Zeile darüber sich angucken, relativ einfach, dann kalkulieren wir, ja, wo das schließt, wie hoch das spiked. Ein Spike ist dann einfach nur, wie viel Prozent von dem Open war das High. Also wenn man sich das mal überlegt, was das bedeutet, ein Hoch, ein Spike, ja, vom Open. Es ist alles vom Open oder vom vorherigen Open. Dann vom vorherigen Close. Es steht alles in Beziehung und es sind alles immer nur vier Zeilen oder vier Spalten und ein Tag ist eine Zeile. Und dann kann man das relativ einfach machen und hier das Tool natürlich, das ist jetzt kein Excel, dann ist es noch einfacher, weil ich es direkt im Chart sehe. Und dann sehen wir, ich habe direkt den Spike, ich sehe direkt, was passiert, ich sehe sogar, was am zweiten Tag passiert. Denn das ist für mich, ich handle das immer am ersten Tag, ich weiß, sowas würde ich jetzt auch gerne am zweiten Tag handeln und dann möchte ich sehen, wie groß sind einfach die Wahrscheinlichkeiten dafür. Das ist quasi eine fortgeschrittene Variante, die ich hier habe, um mein Backtesting zu machen. Ja, mein Backtesting ist quasi vorher, ja, während ich mich auf den Handelstag vorbereite und
den Rest, den ich mache, das sind meine Trading Skills, die ich tagtäglich prüfe, die ich tagtäglich handle. Und der Rest, die Statistiken, kommen für mich dann immer rein, weil ich einfach sage, hier gerade bei den Aktien, keine Aktie ist wie die andere. Natürlich sind meine Einstiege gleich wie bei den anderen, aber ich würde jetzt einfach sagen, okay, basierend auf den Statistiken warte ich eher, dass wir noch höher gehen, dass wir noch tiefer gehen und so weiter und so fort. So, jetzt kam mir gerade noch von Samet eine kleine Frage rein. Woher weiß man, ob eine Resistance Support gebrochen ist, wird oder dass der Kurs zurücksteigt fällt? Das ist eine sehr gute Frage und grundsätzlich wissen wir das nicht, ja? Aber das Schöne ist, wir haben Trends, oder? Und wir müssen davon ausgehen, dass Trends funktionieren. Und Trends funktionieren in der Summe. Das heißt, ein Aufwärtstrend zeigt höhere Hochs und höhere Tiefs und ein Abwärtstrend zeigt einfach tiefere Tiefs und tiefere Hochs. So, jetzt geht es darum, dass wir erstmal natürlich sagen, was liegt hier für ein Trend vor? Und hier in diesem 5-Minuten-Chart, das ist jetzt ein 5-Minuten-Chart, der jetzt erstmal hierfür relevant ist. Ihr seht, dass ich auch diese roten Kerzen daraus gemacht habe, weil ich irgendwie über die letzten 2 Wochen, da gab es privat viel, was nicht sehr förderlich ist, aber auf jeden Fall, dass man ein klares Bild hat, ja. Und rote und grüne Kerzen, das beeinflusst das Auge und alles, was ich identifizieren möchte, ist zu sagen, wir haben Swings, oder? Wir haben hier ein Tief, wir haben hier ein Hoch. Und jetzt gucke ich, wo wir hergekommen sind. Wir sind hochgegangen, wir sind runtergegangen. Diese Spikes hier, die könnt ihr einfach aus eurem Kopf rausradieren, weil das im Pre-Markt so Prints waren. Die sind Late Prints, sogenannte Late Prints. Die zerstören komplett den Chart, aber eigentlich, ja, glaubt mir einfach, die haben damit nichts zu tun. Also wir gehen runter, wir gehen wieder hoch und wir brechen hier den Support. Das heißt, hier brechen wir den Support. Und das Schöne ist, wenn so ein Support einmal bricht, stell dir vor, ja, Samet, du hast hier gerade gekauft. Und jetzt geht's hoch und du denkst, ah, ich muss hier ein bisschen verkaufen, ich möchte den Gewinn mitnehmen. Du hast es nicht gemacht und jetzt denkst du, ah, ich bin scheiße, ich hätte hier rausgehen müssen, meinen Gewinn mitnehmen müssen. Und jetzt siehst du, denkst du, ah, hier unter der 1,38, da gehe ich raus und realisiere meinen Verlust. Du bist aber emotional jetzt so davon mitgenommen, weil du gut im Plus warst, weil du rausgehen wolltest, weil du nicht rausgegangen bist und so weiter, dass du jetzt die nächste Fehlentscheidung triffst und es geht runter. Und jetzt denkst du, ah, ich gebe dem noch paar Cents, ich gebe dem noch paar Cents. Wenn es ein bisschen tiefer geht, dann gehe ich raus. Jetzt geht's hoch und du atmest durch. Und du bist immer noch super im Verlust und du bist immer noch super sauer, weil du ja hier super im Gewinn warst. Und du siehst, hier haben super viele gekauft. Hier haben viele gekauft, hier haben viele gekauft, hier haben viele gekauft. Und all die, ja, die jetzt hier gekauft haben, die müssen hier erstmal ihren Verlust realisieren. Aber es gibt natürlich auch die, die das nicht gemacht haben. Die hoffen, dass es hochgeht. Aber nachdem sie hier diese Bewegung noch gesehen haben, haben sie dann wirklich festgestellt, das funktioniert ja doch nicht. Und jetzt hoffen sie nur darauf. Sie hoffen darauf, dass es irgendwann ungefähr zu ihrem Ausgangspreis zurückkommt. Und das ist der Moment, wo super viele, die falsch lagen, die also auf steigende Kurse gesetzt haben, wo diejenigen einfach verkaufen, ihren Verlust realisieren. Und natürlich gibt es auch diejenigen wie mich, die das lesen und einfach von Anfang an auf fallende Kurse setzen. Das heißt, es gibt quasi immer, ja, mehrere Interessensgruppen. Es gibt die, die hier bewusst auf fallende Kurse setzen. Es gibt die, die long waren und hier auf fallende Kurse setzen, weil sie rausgehen. Sie waren also so long, sie verkaufen. Und dann gibt es hier natürlich auch wieder die, die dann erst verkaufen und wieder die, ja, die darauf hoffen, dass Leute verkaufen und so weiter. Aber basierend auf dieser Psychologie, das ist einfach nur immer Angst und Leute sind falsch, funktioniert dieses Konzept. Und das war auch der Grund, vielleicht bevor ich jetzt hier noch mehr erkläre, haben wir so einen kleinen Einblick bekommen, was ich hier im Gold mir angeschaut habe. Ja? Hier wieder die unterschiedlichen Zeitebenen. Wichtig für euch, einfach nur die Zeitebene. Wie gesagt, da kommt
Sonntag ein ausführliches Video für euch hier auf YouTube, wo ich da schon Einblick in die Strategie des Workshops gebe, die für Anfänger super geeignet ist, die für Swing Trader geeignet ist, die für Day Trader geeignet ist, die einige hier aus unserem Club schon handeln. Und was wir hier feststellen dann ist, erstmal, wir sind im Tageschart. Und auch hier wieder, ja, wir sehen tiefere Hochs. Wir sehen tieferes Hoch. Wir sehen tieferes Hoch. Wir sehen tieferes Hoch. Und wir sehen vor allen Dingen immer, dass wir das vorherige Tief brechen. Das heißt, wir brechen dieses und wir kommen wieder in diese Zone zurück. Das heißt, solange dieser Trend intakt ist, was du gerade gefragt hast, können wir auf fallende Kurse setzen und unseren Stop über das vorherige tiefere Hoch setzen. Dann machen wir noch kein neues Tief. Aber dennoch, ja, wenn du hier auffallende Kurse gesetzt hast, hast du die Möglichkeit, immer am letzten Tief deinen Gewinn mitzunehmen. Wir machen trotzdem immer tiefere Hochs hier. Und dann machen wir hier auch nochmal von hier ein neues Tief. Wo gehen wir zurück hin? Ja, von da ungefähr, von wo wir gekommen sind. Wir wissen aber, dass wir im Trend sind. Das heißt, wir können wieder weiterhin auffallende Kurse setzen und unser Risiko ist hier drüber. Und das muss natürlich immer so hoch sein, dass wir sagen, wenn das unser Ziel ist und wir hier auf fallende Kurse setzen, dann muss dieses Verhältnis stimmen. Das ist dieses Chance-Risiko-Verhältnis. Das heißt, wenn du hier shortest, auf fallende Kurse setzt also, dann muss dieses Verhältnis, dass du potenziell gewinnst. Keiner sagt, dass es jetzt klappt. Die Wahrscheinlichkeit ist größer, aber keiner kann dir garantieren, dass es jetzt klappt. Deswegen musst du über Zeit immer ein besseres Chance-Risiko-Verhältnis haben. Und wenn du das machst, wie hier, und fünfmal testest und davon viermal richtig liegst und ein gutes Chance-Risiko-Verhältnis hast, umso besser, ja, dann funktioniert es. Und hier dann dementsprechend erstmal das so ein bisschen den Trend erklärt. Was wir dann aber hier sehen ist, ja, was mir aufgefallen ist, ist, dass wir hier, wie gesagt, diese tiefen Hochs machen. Dann aber haben wir hier dieses Tief und wir sehen es hier ganz links. Von da haben wir damals ungefähr auch diesen langen Impuls eingeleitet. Und jetzt sehen wir, dass wir hier nochmal ein neues Tief gemacht haben. Wir halten höher, wir halten höher. Wir machen hier also eine Serie von höheren Hochs. Und natürlich auch von, ja, wir sind hier drüber gebrochen, also ein neues Hoch hier gemacht. Wir schaffen es noch nicht, hier drüber zu gehen, aber wir halten ziemlich komplex. Und dadurch ist meine Idee entstanden, dass wir sagen, okay, sobald wir hier über diesen Hoch hier brechen, über dieser 1300, die wir hier, 1360 ungefähr, 1365, die wir sehen, hier, dann machen wir automatisch ein neues Hoch und dadurch, dass ich hier schon diesen Trend sehe, weiß ich, okay, das kann ein guter Long sein, das kann eine gute Kaufgelegenheit sein. Das heißt, was habe ich jetzt hier gemacht, wenn wir so ein bisschen zum Anfang dieses Webinars zurückgehen? Wir haben uns gefragt, wie können wir Wahrscheinlichkeiten erhöhen? Und was ich jetzt schon gemacht habe, ist, ich habe mir den Chart angeguckt. Ja? Bei meinem Trade, den ich euch gerade so ein bisschen gezeigt habe, habe ich mir den Chart angeguckt. Ich habe Support Resistance genutzt. Ich habe fundamentale Daten genutzt. Und vor allen Dingen habe ich mir Statistiken angeschaut. Ja? Ich möchte, selbst wenn das optisch so aussieht wie mein Trade, aber statistisch ist es in der Vergangenheit, hätte es nicht funktioniert. Wo ist meine Nische? Also wo ist meine Nische? Und dann sind Leute so stolz und sagen, ja, ich habe es doch gesagt, dass es trotzdem funktioniert. Ja, herzlichen Glückwunsch. Ja, das ist so, als wenn du heute Lotto spielen gehst und heute einmalig vielleicht 50 Euro gewinnst und nicht den Jackpot sogar, 50 Euro und dann dein ganzes Leben dafür, keine Ahnung, ich spiele nicht Lotto, ich stehe da nicht drauf, ich möchte mir mein Geld verdienen, aber dein ganzes Leben dann, jede Woche, was weiß ich, 10 Euro, 15 Euro, ich weiß nicht, wie viel das kostet, quasi ausgibt, ja, das ist nicht zugeben, dass man eigentlich keine Chance hat, ja, das ist nur was hoffen. Und hoffen möchte ich nicht, wenn das mein Business ist, ja, das kann vielleicht Spaß machen dann und wenn einer zu viel Geld hat und gerne Geld verliert und so, ja, oder sagt, ja, ist mir eigentlich voll egal, macht mir einfach Bock, ich passe auf, dass ich nicht abhängig werde und so weiter, ja. Voll in Ordnung, aber hier als professioneller Trader ist das nicht das, was ich mache und das funktioniert einfach nicht. Ja? Deswegen müssen wir da schon schauen, dass das wirklich alles zusammenpasst. Ja, sehr gerne, Samet. Also wenn du noch Fragen hast oder sagst, ihr macht das jetzt Sinn, was du denkst, schreibt das im Chat. Ja, dafür seid ihr da, dass wir euch helfen. Natürlich die anderen gerne auch. Also hier immer fleißig mitarbeiten.
So, jetzt habe ich es dann Sonntag, wie gesagt, kommt es raus, erklärt, wie wir jetzt die unterschiedlichen Zeitebenen kombinieren, dass wir hier wirklich long eingestiegen wären. Und der Beweis, dass das funktioniert, ja, der Beweis, dass das funktioniert, dass ich euch das beibringen kann und Leute das umsetzen. Timo bei uns aus dem Club hat den Trade umgesetzt, hat den sogar später noch umgesetzt, hier nach dem ersten Rücksetzer, ist long gegangen und hat dann hier ordentlich noch mitnehmen können. Das heißt, selbst wenn du nicht der Erste im Boot bist, ja, hast du mit einer guten Trading-Strategie immer die Möglichkeit, ein gutes Chance-Risiko-Verhältnis zu bekommen, eine gute Chance zu bekommen. Und das bringt uns quasi auf diesen ersten Punkt zurück, dass wir über Zeit auf jeden Fall einen positiven Erwartungswert haben. Und wenn wir bei jeder Chance, die wir eingehen, einen positiven Erwartungswert haben, dann, ja, dann sind wir gute Trader. Und all das, was uns im Weg steht, wie Psychologie, zu hoffen, Angst zu haben, Fehler zu machen, weil wir emotional sind, indem wir falsche Orders eingeben und so weiter. All das garantiert, dass wir nicht erfolgreich wären. Ja, also da müssen wir uns von lösen. So, hier natürlich, ja, was habe ich jetzt nicht geguckt? Fundamentale Dinge, ja. Hier muss ich sagen, bei Gold bin ich kein Experte, ja. Das ist auch wichtig zu sagen. Wir haben eigene Limitation. Die können wir entweder überarbeiten, indem wir Bücher lesen, indem wir Profis fragen oder auch einfach sagen, ja, ich muss nicht auf jeder Party sein. Ich kann letztendlich meine Nische handeln und dann langsam immer mehr lernen, falls das der Fall sein muss. Ja. Hier, was auffällig war, war natürlich die Spannung zwischen USA und Iran und so weiter. Ja. Gold wissen wir alle so ein bisschen Safe Haven. Ja, wollen wir in Gold investieren? Die Fragen jetzt auch mit der Inflation in den USA. All das sind fundamentale Aspekte, die hier reinspielen. Aber ja, das sicherlich müsst ihr gar nicht unbedingt wissen, wenn ihr langfristige Charts euch erst anschaut und dann euch langsam auf kleinere Zeitebenen hinarbeitet. Ja, hier sehen wir es im Tageschart. Gehen wir dann hier in den 30-Minuten-Chart, dann seht ihr auch, wovon ich spreche. Hier zum Beispiel auch wieder an dich, Samet, dann hier höhere Hochs und höhere Tiefs, höheres Hoch, hier höheres Tief hier. Dann gehen wir immer höher und irgendwann brechen wir das wieder. Ja? Und dann ist der Trend erstmal gebrochen. Und das ist eine Phase, in der wir erstmal nicht mehr drin sein wollen. Und dann war, glaube ich, Timo, nachdem wir hier zurückgesetzt haben und quasi hier tiefere Hochs gemacht haben, ja, ist Timo reingegangen, als wir hier drüber gebrochen sind. Hier drüber gegangen sind, der Stop war hier drunter. Ja, und dann ist das nächste Ziel die vorherige Struktur und er ist hier rausgegangen. Das heißt, er hat das gewonnen, das war sein Risiko. Das ist ein fantastisch guter Trade, ja. Aber das ist nicht ein fantastisch guter Trade nur in der Zeitebene. Nein, das Bild, die Strategie, die kommt von oben. Die kommt von den anderen Zeitebenen mit einem klaren Konzept, was wir dann auf jeden Fall testen können. Gibt's zu diesem Zeitpunkt von euch erstmal fragen. Wir sind jetzt so eine halbe Stunde drin. Wir machen das grob bis 7. Ich bin total offen, was wir uns anschauen. Gibt es jetzt hier erstmal speziell Fragen, was wir uns anschauen können, noch zusätzlich, wo ich nochmal spezieller drauf eingehen kann? Ist wie gesagt für euch die Möglichkeit, Fragen beantwortet zu bekommen, wo andere leider Gottes viel manchmal für zahlen müssen. Von daher nutzt das, ja. Ich werde es euch sicherlich verraten und ja, hoffe, dass ihr dann was mitnehmen könnt. Also überlegt euch eure Fragen. Ich habe noch ein Ding vorbereitet, was wir uns angucken können, was so Richtung fundamentale Dinge geht. Ja, und auch das ist wichtig. Das ist hier, habe ich gerade noch einen Screenshot gemacht aus unserem Chatraum. Ja, das habe ich gestern gepostet. Ja, habe ich gesagt, okay, hier habe ich ein Zitat gemacht. Das Zitat, wo habe ich das hergehabt? SEC-Filings, das sind von der Börsenaufsicht. Ja, wenn ihr an der Börse gelistet seid, dann müsst ihr natürlich dort auch als Unternehmen Dinge listen. Das ist so wie beim Bundesanzeiger, könnt ihr euch das vorstellen, für ein Unternehmen müsst ihr eure Bilanz da reinhauen. Wenn ihr aktiennotiertes Unternehmen seid, dann gibt es natürlich strengere Auflagen. Und weil ich mich natürlich auf US-Aktien fokussiere hier, sieht das dann vielleicht nochmal ein bisschen anders aus. Auch da muss ich sagen, ja, weiß ich nicht unbedingt, ja. Aber hier für meine Nische kann ich es euch eins zu eins sagen. Und da gehe ich sogar so weit, dass ich mir bei jeder Aktie, die ich handle, gerade weil meine Aktien, die ich handle, so Schrott sind auf gut Deutsch,
will ich wissen, sind die wirklich so Schrott oder gibt's da Lichtblicke, ja? Weil größtenteils setze ich halt auf fallende Kurse, heißt aber nicht, dass ich nur auf fallende Kurse setze, ja? Und ich habe es hier zitiert und ich habe gesehen, ganz, ganz tief in diesen Dokumenten, dass das Unternehmen selbst sagt, dass sie selbst umstrukturiert haben hier. Und sie hatten so eine Vereinbarung mit einem Geldgeber und dass sie sagen, dass es schwierig wird, dass sie überhaupt noch Cash haben für die nächsten 12 Monate. Und dass sie selbst sagen, dass die sehr große Zweifel daran haben, ja, dass die überhaupt noch Geld kriegen und so weiter. Und dann kann man sich natürlich die anderen Zahlen angucken, aber das ist für mich erstmal sehr interessant. Und dann ist das so eine Aktie, ja, ihr müsst verstehen, was mit euch passiert. Und das sind Dinge, ganz ehrlich, ja, ihr müsst euch nicht immer davon so fernhalten, Hilfe anzunehmen. Das habe ich viel zu lange in meinem Leben gemacht. Ich habe immer im Trading gedacht, über Jahre, ich brauche keinen Coach, ich brauche keinen Mentor, ich bin schlauer, ich habe studiert, ich habe einen Master, ja, ich bin besser. So ein Bullshit, ja, wie ich mich quasi selbst belogen habe und mir Lebenszeit geklaut habe, weil ich zu viel Stolz besaß, zu sagen, jetzt suche ich mir mal wirklich einen, der es schon erfolgreich gemacht hat, der mir meine Fragen, meine falschen Verhaltensweise in einer Stunde beantwortet, wo ich 3 Jahre, 4 Jahre, ja, dran gearbeitet habe. Das ist einfach falscher Stolz an der Seite, ja. In keiner Ausbildung. Ihr wollt Chirurg werden, das lest ihr nicht im Buch nach. Da sind die Grundlagen, da könnt ihr Anatomie lernen. Glaubt ihr, dass ihr jetzt irgendwie eine OP durchführen möchtet? Nein, keinesfalls. Aber so ist es im Trading. Der Zugriff wird euch zu einfach gemacht. Warum wollt ihr oder warum wird es beworben von Brokern, dass ihr handeln möchtet? Ja? Weil ihr schnell Geld gebt, weil ihr sehr schnell pleite seid, sehr wahrscheinlich. Ja? Das heißt, alles ist erstmal grundsätzlich gegen euch. Und so ist es auch hier. Ja? Wenn so eine Aktie, ja, und ich gehe jetzt mal auf die Aktie ein, die ich jetzt hier gerade gezeigt habe. Das war gestern VRLX. So, das war diese Aktie, ja. Und ich gucke mir die hier gestern im Tagesschart an und wir sehen es, ja. Wir spiken irgendwie 38%. Und meine Idee ist, okay, warum, ja? Und ich gehe da rein und dann habe ich das hier formuliert, ja. Dann habe ich das hier formuliert für alle, die das eventuell auch handeln möchten bei uns. Und dann sage ich erstmal, okay, meine erste Idee ist komisch, dass die Aktie 38% im Plus ist. Das ist klassisch. Und dann gucke ich mir an, was die Nachrichten sind. Und da müsst ihr unterscheiden zwischen, was ist ein Press Release, also Nachrichten. Ihr seid ein Unternehmen. Ihr könnt jede Nachricht raushauen, die ihr möchtet, Leute. Wenn ihr also das widerspiegelt, was ihr schon mal vor 2 Jahren gesagt habt, ja, potenziell bla bla bla, dann kaufen das Leute, weil sie einfach keine Ahnung haben und dann steht die Aktie bei 38%. Wenn du jetzt gar keine Ahnung hast und wie die Masse bist und darüber nachdenkst, oh, die ist 38% im Plus, sobald der Markt eröffnet, kaufe ich das, ja. Das kann funktionieren, aber da musst du wissen, wann es funktioniert und in dem Fall ist es schlecht, ja. Und das heißt, ich schreibe es hier, das Unternehmen selbst initiiert diese Bewegung, damit sie Geld sammeln können. Das heißt, ich bin weiter in diesen Filings gegangen, das habe ich hier gemacht, dann kann ich die lesen. Dann sehe ich nämlich, wie die Leute Geld sammeln. Und ein Unternehmen kann Geld sammeln, indem sie einfach weitere Aktien auf den Markt hauen. Und man kann nachlesen oftmals, zu welchen Preisen die das machen, wie viel sie noch verkaufen können. Das ist auch wichtig, ja. Stellt euch vor, ihr möchtet, um Geld zu sammeln als Unternehmen, müsst ihr jetzt 2 Millionen neue Aktien auf den Markt bringen und diese verkaufen, ja. Das bedeutet 2 Millionen Angebot. Überwiegt das Angebot die Nachfrage, fällt der Preis, ja. Ganz, ganz einfach. So, jetzt kommt der Faktor. Jetzt kommt der Faktor, weil jetzt wissen wir, wie aggressiv können die das machen, wie viele Aktien, ja, und dann müsst ihr auch gucken, wie ist die Nachfrage und so weiter und dann wissen wir, da ist die Wahrscheinlichkeit sehr groß, dass das gerade passiert und das ist häufig bei diesen Aktien so, die ich handle, genau, und dann habe ich hier gesagt, ja, sie haben sogar die Möglichkeit, also sie haben die Möglichkeit, jetzt noch ungefähr 7 Millionen neues Kapital zu holen, ja, das hätten sie machen müssen, das,
Das bedeutet, nochmal so ein Offering zu machen. Das haben sie nicht gemacht. Aber sie hatten von dem Ding, was sie davor gemacht haben, hatten sie immer noch nicht alle 10 Millionen eingenommen. Das heißt, da waren noch grob 3 Millionen offen, die sie verkaufen konnten. Und das heißt, sie initiieren die Bewegung und sie verkaufen in Stärke. Und was ich gerade sagen wollte, was ich vergessen hatte, wenn ihr 3 Millionen oder in diesem Fall dann vielleicht 1 Million Aktien verkaufen könnt, das könnt ihr nicht einfach machen, wenn ihr kein Volumen habt. Deswegen setzt ihr, hi Pascal, schöne Grüße vom Strand, oder an den Strand. Wenn ihr das also machen möchtet, dann müsst ihr bewusst die Gegenseite, ihr müsst einen auf der Gegenseite des Trades finden. Ja? Also denkt immer, warum ist was so hoch? Warum ist was unten? Wenn ihr jetzt Apple oder sowas handelt, dann ist das nicht der Fall. Ja, gar keine Frage. Das ist ein ganz anderes Business. Das sind hier alle Aktien so unter 5 Dollar in Amerika, wo man da ein bisschen mehr Fähigkeiten bezüglich dieser ja, fundamentalen Daten einfach haben muss. Und wenn man die hat, kann man die sehr, sehr gut nutzen, dass ich einfach noch viel sicherer weiß, dass meine These, dass meine Strategie einfach noch viel, viel, viel besser wird. Ja? Also das war so ein kleiner Einblick, dass ich euch das oder den Leuten im Club natürlich auch durchaus beibringe, aber auch sage, jeder muss seine Nische finden und ja, dass das dann auch letztendlich was Individuelles ist. Ja? Und so ein Konzept wie das vom Workshop, das kann jeder für Large Caps nehmen, für deutsche Aktien. Ich hatte das bereits mal im Video auch gezeigt. Bei Wirecard hat das super funktioniert und so weiter. Weil es einfach basierend auf den Strand sage ich, Strand sage ich jetzt schon, weil ich es nochmal gelesen habe, basierend auf dem Trend ist, der vorliegt. Und innerhalb eines Trends sind, gerade wenn wir auf großen Zeitebenen uns das anschauen, innerhalb eines Trends haben wir dann automatisch diese fundamentalen Daten. Ja? Das auch wieder zu sagen, oftmals sind die Leute ja bereits in diesem Trend drin. Die Leute, die diesen Trend vorbereiten mit höheren Hochs und so weiter, die sind dort schon drin. Und dann akkumulieren sie massiv Positionen, wie es beispielsweise dann im Gold der Fall war. Und wenn sie dann diese positive Nachricht rausbringen und sagen auf einmal, oder hier vielleicht eine negative Nachricht, die dazu führt, dass es hochgeht, ja, dann ist das nichts, dass jemand überrascht ist. Die Profis sind nie überrascht. Die sind schon lange vorher drin. Das bedeutet einfach nur, wenn dann die Nachricht rauskommt, kann es sogar sein, dass sie schon wieder verkaufen, weil sie bei großen Positionen immer einen auf der Gegenseite brauchen, weil sie einfach viel zu viele Aktien oder viel zu viele Kontrakte haben. Ja? So, jetzt gehe ich mal ein bisschen hier auf die Fragen ein. Absolut. SGT, DEMA, was auch immer, Sergeant, sind wir beim Sergeant. Genau, du brauchst für Trends immer Top-Down, ja? Also, das ist ganz, ganz wichtig und vielleicht diskutieren wir nochmal so, ja? Wenn wir beispielsweise, das ist ein sehr guter Einwand, wenn wir beispielsweise nochmal auf unsere Idee eingehen, Wahrscheinlichkeiten im Trading und wir gehen jetzt nur mal auf dieses Konzept, Trend ein, ja, dann können wir sagen oder diskutieren, ist es wahrscheinlicher, dass ein Trend fortgeführt wird, als umgekehrt wird? Könntet ihr jetzt einfach im Chat schreiben, ja oder nein? Also ist die Wahrscheinlichkeit größer, dass ein Trend fortgeführt wird, als dass er umgekehrt wird? So, die Antwort, ja, das ist wahrscheinlicher. So. Das heißt, wenn wir hier auf fallende Kurse setzen, dann kann das funktionieren. Aber basierend darauf, dass wir über Wahrscheinlichkeiten sprechen, müssen wir einfach sagen, hier, wenn die Wahrscheinlichkeit geringer ist, dass es komplett umkehrt und wir hier weniger Strecke haben, die wir gewinnen können im Abwärtstrend, beziehungsweise in diesem Aufwärtstrend, in dieser kurzen Rücksetzerphase, dann sollten wir hier doch zumindest schon mal gar nicht mehr so viel riskieren wie in diesem Aufwärtstrend. So. Jetzt ist das eine Zeitebene, die ich mir anschaue, ja? Damit, und das könnten wir auch jetzt wieder diskutieren, wenn wir unterschiedliche Zeitebenen haben, dann was machen wir? Wir haben jetzt unterschiedliche Leute hier bereits im Chat. Ihr seid jetzt, sage ich mal, 20, 30 Leute. Jeder von euch hat vielleicht eine andere Zeitebene. Wenn das Bild aber auf allen Zeitebenen von uns allen das gleiche ergeben würde,
Wenn die also alle quasi das gleiche Licht zeigen, alle zeigen gerade grün, alle haben gerade einen Aufwärtstrend. Das bedeutet, jeder von euch, von uns, würde in diesen Trade einsteigen. Egal, ob ihr mich kennt oder ich euch kenne, ja, dann ist die Wahrscheinlichkeit einfach größer, dass dieses Konzept funktioniert. Folglich wollen wir immer unterschiedliche Zeitebenen uns anschauen, ja. Und das ist wichtig. Wenn wir uns jetzt beispielsweise, wir können mal ganz kurz eine große Aktie uns anschauen. Wir gehen jetzt mal ganz kurz zu Amazon, ja. Wir sehen also hier, hatten wir diesen Pullback am Anfang des Jahres, dann bis Dezember tief, das wissen wir. Ja, also langfristig ist das ein super intakter Aufwärtstrend. Wir sehen es hier, diesen Monatschart wäre das schon fast, dieser langfristige Aufwärtstrend. Da ist sogar noch ein längerer hier, aber ja, da soll es nicht nochmal zurückgehen. Das ist Amazon. Also, ja, innerhalb dessen, klar, haben wir erstmal einen kurzzeitigen Abwärtstrend. Und das kann man handeln. Aber dennoch, ja, wir kommen hier dann in den vorherigen Unterstützungsbereich. Das heißt, wenn man sowas hier handelt, muss man auch immer hinterfragen, basierend auf Support Resistance, sollte man nicht auf jeden Fall hier mal Gewinn mitnehmen. Das sollte man auf jeden Fall immer tun. Das heißt, wenn man Short ist, sollte man immer hier versuchen, ins nächste Tief was rauszunehmen. Und dann muss man überlegen, ob es weiterhin, wenn es jetzt nochmal zurückgeht, hier nochmal ein Short ist und wir dann das vorherige hoch riskieren, ja? Und das dann unser potenzielles Ziel ist. Und dann kann es sein, wir sehen es, einmal jetzt funktioniert, bumm. Zweimal jetzt funktioniert, bumm. Also ihr hättet zweimal gut gewonnen, gute Chance-Risiko-Verhältnis. Und selbst wenn ihr es hier nochmal gemacht hättet, hättet ihr deutlich weniger verloren. Also zweimal gut gewonnen, deutlich mehr als das Risiko war, Chance-Risiko-Verhältnis. Und hier einmal wenig verloren. Und dann muss man einfach sagen, okay, was sehen wir jetzt? Wir sehen, dass das ganz langfristige Aufwärts ist. Und aktuell ist es ziemlich einfach zu lesen. Ja? Wir haben hier diese Konsolidierungszone. Wir sehen, dass wir hier ein höheres Hoch machen. Wir sehen, dass wir hier ein höheres Hoch machen. Wir sehen jetzt, dass wir hier ein höheres Hoch machen. Das heißt, was sehen wir? Ja? Wir sehen jetzt hier links erstmal Widerstand. 2040, ja, grob der Widerstandsbereich. Macht es jetzt also gerade Sinn, long zu gehen? Ja, also erstmal ja, okay, weil wir einen Aufwärtstrend haben. So, jetzt ist aber die Frage, wollt ihr wirklich long gehen, nachdem der Aufwärtstrend schon wieder hier wie viel Dollar, 60 Dollar zurückgelegt hat und wir kurz vorm Widerstand stehen? Vermutlich ist das nicht die beste Variante, ja? Also ist die Wahrscheinlichkeit groß, dass wir direkt da durchbrechen, nachdem wir so lange hochgegangen sind? Oder wäre die Wahrscheinlichkeit jetzt größer, wenn wir ganz knapp hier drunter halten mit bisschen Zeit und sobald wir dann hier drüber gehen, dass es richtig abgeht? Die Wahrscheinlichkeit wäre größer, dieses Szenario, ja? Also es ist immer alles ein bisschen individuell. Hier jetzt auch der Fall, jetzt haben wir das verstanden. Jetzt gucken wir uns den 30-Minuten-Chart an. In 30-Minuten-Chart, das ist ein super klarer Trend. Ja, wir sehen immer die höheren Hochs, die höheren Tiefs. Hier das höhere Hoch, höhere Hoch, höhere Hoch. Und jetzt wird es super, super steil. Ja? Und das bedeutet auch immer, wenn es so super steil ist, dann bricht das hinterher auch mal erstmal aus dieser starken Zone raus. Ja? Hier kann man schon fast kein keine Trendlinie anlegen, weil das wirklich so super steil ist. Wahrscheinlich könnte man das so machen. Ich bin auch kein Fan von diesen Linien, muss ich sagen. Ich mache das manchmal einfach nur, um das ein bisschen visuell zu haben. Aber zurück auf die Frage. Wenn jetzt hier noch so ein bisschen Platz ist und ich mir das im 5-Minuten-Chart anschaue, ja, hier also auf Intraday-Ebene, dann will ich auf jeden Fall sehen, ja, macht es Sinn? Also, im 5-Minuten-Chart macht es Sinn, kurzfristig zu handeln. Denn da ist noch Platz bis zu 2040. Ja? Und da kann ich auch sehen, was waren gestern die relevanten Level. So würde ich mir das anschauen. Gestern sehe ich, waren die relevanten Level jetzt hier die 1995, dann das. Also das ist das Tagestief, dann haben wir das, den erstes höhere Tief. Und dann haben wir eigentlich so diese Zone hier, die 2015. Und dann sehen wir, ja, dieses, hier sehen wir so eine ABC-D-Formation. Und von hier sind wir quasi grob nochmal hochgegangen. Und dann sehen wir, dass wir heute direkt aggressiv hier auf das vorherige Level zurückgehen. Und was könnte das Risiko sein, ja, wenn man sowas macht? Das Risiko könnte jetzt unter der 2015 liegen, ja, also gegen die Linie, weil wir eine Weiterbewegung dieses Aufwärtstrends antizipieren. Dann geht es hier hoch
und dann wird erstmal verkauft, ja. Und jetzt haben wir aktuell keinen klaren Trend. Ja, wir sehen zwar, dass wir immer noch das höhere Hoch in Relation zum Vortag gehalten haben. Gerade ist es, wenn wir sehen, im Pre-Market, also im Vormarkt, ist es höher als im vorherigen Tag. Dann guckt man eh aggressiver, wo man zuerst kaufen kann. Deswegen hier wahrscheinlich der Rücksetzer erstmal relativ schmal. Und jetzt sehen wir, dass wir hier so ein bisschen einfach seitwärts laufen. Und sowas deutet auch immer darauf hin, dass andere Marktteilnehmer schon sehen, ah, das ist jetzt tatsächlich schon so hoch. Wir hatten diesen schönen, ja, diesen schönen Up-Move. Ich gehe jetzt hier erstmal raus. Ich nehme schon mal Gewinne mit. Ja, also hier gerade kein krasser Trend zu sehen. Aber ihr seht es ja, die Idee wäre jetzt vom Tageschart, vom 30-Minuten-Chart, vom 5-Minuten-Chart hochgegangen. Und das hier sind ja einfach nur allgemeine Dinge, die ich jetzt hier gerade erkläre. Aber schau dir erstmal Sonntag das Video an. Das ist wirklich ein Konzept, welche Zeitebene du benutzt, wie du die miteinander kombinieren kannst. Auf jeder Zeitebene gibt es einen klaren Grund, gibt es eine klare Aufgabe, die du abarbeiten musst. Ja? Also im Tageschart musst du das und das erkennen. Dafür musst du später aber auch die Marktphasen verstehen. Es gibt 4 Marktphasen. Wenn du das alles verstehst, dann gehst du zur nächsten Zeitebene. Das heißt, du wirst top-down deine Entscheidung treffen. Ist im Tageschart das und das erfüllt? Wenn ja, dann erst guckst du auf die zweite Zeitebene. Sind auf dieser Zeitebene alle Voraussetzungen erfüllt, dann machst du deinen Haken hinter und dann gehst du auf die nächste Zeitebene. Das heißt, hier heute nur rein tendenziell, bisschen Markttechnik, Verständnis, Psychologie dahinter, Wahrscheinlichkeiten. Sonntag, wie gesagt, kommt das Video, wo du dir das nochmal in Ruhe anschauen kannst, wo ihr euch das nochmal in Ruhe anschauen könnt. Die meisten, wie gesagt, aus dem Club kennen das bereits. Und wenn ihr Interesse haben solltet, für diejenigen, die es noch nicht geguckt haben, die noch nicht bei unserem Seminar waren, wie gesagt, nutzt die Gelegenheit, da wirklich teilzunehmen. Ja? Überlegt, ist es wirklich sinnvoll, euch immer mit eurem eigenen Ego ja, wirklich im Weg zu stehen. Natürlich muss man auch sagen, kostet es 1 Euro oder sowas. Ja? Aber denkt drüber nach, wie viel verliert ihr? Wie viel verliert ihr im Monat? Ja? Seid ehrlich zu euch. Wenn ihr 1000 Euro im Monat verliert und jetzt die Möglichkeit habt, etwas zu lernen, was euch wirklich verändern kann, ja, und da müsst ihr nicht mich fragen. Fragt objektiv Leute, die bereits da waren, ja. So objektiv sollte man sein. Aber dann habt ihr vielleicht das Feedback, das ist tatsächlich so gut, ja. Nicht, dass euch was versprochen wird, nein. Aber wenn ihr es doch schon mal schafft, durch ein kleines Investment in euch selbst weniger zu verlieren über Zeit, deutlich weniger zu verlieren, dann habt ihr etwas geschafft. Und wenn ihr es dann schafft, ja, wie einige von unseren Leuten, dass sie solche Trades eingehen, dann geht's wirklich los, ja. Also, denkt da ein bisschen drüber nach. Das kann euch auf jeden Fall schon mal helfen. Wir haben jetzt noch 8 Minuten. So, ich gehe jetzt noch kurz auf die Frage von Daniel ein. Wie findest du Schrottaktien? Suchst du nach Werten, die schlechte fundamentale Daten haben oder schaust du auch eher nach anderen Kennzahlen? Kennzahlen per se interessieren mich gar nicht, Daniel, so richtig. Wie findest du Schrottaktien? Also es gibt ja ganz normale Scanner, die findet man auf jeder Internetseite. Und Schrottaktien sind einfach unter 5 Dollar. Ja? Unter 5 Dollar. Eine geringe Marktkapitalisierung, eine geringe schauen wir uns das mal kurz an, Ownership. Das heißt, ich gehe hier wie immer auf Finways. Ja, natürlich gibt es andere Tools. Ihr wisst, dass ich hier auch Benzinga benutze. Ja, dafür zahlt man. Das heißt, ich habe hier so einen Mover-Screener, wo ich sehe, was hat sich bewegt. Und ihr seht CODX, das, was ich heute hier gehandelt habe, war dabei. Dann klicke ich hier drauf. Dann gucke ich mir, hier steht es auch, Code Diagnostics Shares are trading higher after the company announced the launch of its Vector Smart NAM Test. Das klingt immer super fancy, also die haben irgendwas gelauncht, Test to identify the presence of multiple diseases in mosquito populations. Also sie machen irgendwas, um Mücken, unterschiedliche Erkrankungen da letztendlich zu identifizieren, wow, ja, das kann Leute heilen und sowas, ja. Das denkt die Masse. So ein Bullshit, ja. Wer sich ein bisschen auskennt, weiß, dass es ein recht spannendes Thema tatsächlich ist. Aber zum Beispiel Google hat eigene Startups da rein investiert massiv,
die Ähnliches machen. Ja? Das heißt, hier wird einfach so ein Press-Release genutzt, um zu verdecken, dass das, dass die Geld brauchen. Ja? Das heißt, dann würde ich einen Schritt weiter gehen. Ja? Dann würde ich hier vielleicht auf BAMSEC gehen. Das ist diese Seite, wo ich diese SEC-Filings mir angucke. Und dann schaue ich mir mal diesen Ticker an. Ja, CoreDX. Und dann sehe ich hier beispielsweise, und das wäre jetzt was, ja, das muss man mal vielleicht individuell machen. Das ist nichts für Anfänger, das ist super, super komplex, ja. Aber ich sehe auf jeden Fall, dass die so ein genanntes Shelf haben. Und ein Shelf bedeutet jetzt hier, kurz ausgedrückt, hier, wir behalten uns vor, 25 Millionen Dollar zu sammeln. Und das machen nur Unternehmen, die kein Geld haben, ja. Also warum sollten die das sammeln? Sie können das machen, indem sie Common Stock, also normale Aktien machen, Vorzugsaktien, indem sie Warrants machen, Units und so weiter. Ja? Das gibt ihnen also das Recht, wenn wir jetzt hier mal auf diese weiteren Börsenfilings gehen, das gibt ihnen das Recht, Geld zu sammeln. Warum? Weil sie kein verdammtes Geld haben. Ja? Das war dieses S3. Wenn sie dieses Effekt haben, dann heißt das einfach, dass diese Börsenaufsicht, die SEC, auf einmal sagt, okay Leute, ihr könnt das machen. Ja? Das gibt ihnen also das Recht, 25 Millionen zu machen. Und dann haben sie hier dieses nächste Filing, das bedeutet, wenn wir da mal draufklicken würden, das bedeutet, und das haben sie gemacht, ja, 3 Millionen Aktien können sie verkaufen. Das ist dieses Angebot, was Leute auf den Markt werfen. Damit man das da verkaufen kann, pushen sie den Preis selbst hoch. Und dann fange ich langsam an, dass meine These klarer wird. Und dann, wie gesagt, hier mit meinen Statistiken und so weiter, dass ich sehe, bei den letzten 12 Malen ist es 83% davon, ist es da geschlossen und so weiter. Dann weiß ich grob, wie meine These ist. Aber dann weiß ich immer noch nicht, wie ich es handle. Und da ganz klar Support, Resistance, Trends und so weiter. Ja? Also da wird es dann relativ einfach. Ganz normale Trading-Prinzipien, die man hat. Genau. Gibt es dazu noch Fragen? Genau. Finviz habt ihr natürlich auch die Möglichkeit, euch einen Screener zu bauen. Einfach zu sagen, der Preis unter 5 Dollar. Okay. Ihr könnt sagen, hier vor allen Dingen Schrottaktien haben Market Cap, also die Kapitalisierung unter 300 Millionen, also Micro Cap sind das, unter 300 Millionen. Und schon könntet ihr jetzt einfach nach Volumen sortieren, wo ist heute am meisten gehandelt und dann seht ihr, die sind alle unter einem Dollar und auf einmal haben wir hier CODX auf einmal dabei, wir haben weitere unter einem Dollar, unter einem Dollar handle ich nicht, ich handle alles darüber und das zum Beispiel, Leute, ja, von gestern. Die Aktie ist von 1 Dollar auf 8 gestiegen und heute ist wieder aber 1. Da ist die, das ist super gefährlich, aber wenn man sich auskennt, gibt es auch eine super große Chance. Ja? Soll nicht heißen, dass ihr das handeln sollt, soll nur heißen, jeder hat seine Nische. Und wenn jeder seine Nische versteht, kann er in seiner Nische auch extrem was leisten. Wichtig ist dafür, dass man aber wirklich bestimmten Prinzipien folgt. Und ja, einige davon haben wir heute bereits diskutiert. Und dann geht es halt über Jahre lang immer tiefer da rein. Ja? Und wenn ihr, wie gesagt, das Gefühl habt, ihr könnt hier was lernen, dann zögert nicht. Ja? Macht mit, lernt was. Das ist wirklich ein Beruf, da könnt ihr freier sein und so weiter. Natürlich nicht in 2 Monaten, wie euch das so viele versprechen, nein. Aber das könnt ihr in keinem Beruf. Aber in diesem Beruf könnt ihr später, sobald ihr es könnt, wirklich sagen, jetzt mache ich mein Ding. Ja? Ich kann das machen von überall, von da, wo ich möchte. Ja? Das ist egal. Das Lernen ist nicht einfach und es ist sicherlich eins der schwersten Businesses, aber auch eins der besten, ja. Nicht nur, es geht nicht um Geld oder so, es geht um Freiheiten, es geht um Zeit, ja. Viele von euch, Väter und so weiter, Mütter, was auch immer, ja. Wenn ihr hier beispielsweise sagen könnt, ja, morgens muss ich zu Hause sein oder sowas, bei meinem Kind, ja, da kann ich aber auch nicht handeln, ja. Es gibt so viele Märkte, es gibt so viele Nischen, die ihr entdecken könnt. Ja? Dann handelt ihr nachmittags US-Aktien. Bei einem wäre es andersrum. Ja? Ihr könnt das Gleiche doch anwenden bei deutschen Aktien. Ja? Andere möchten nie beim Währungsmarkt das machen. Ja? Auch da immer das Gleiche, Support, Resistance und so weiter. Es gibt Vorteile, es gibt Nachteile. Hier natürlich Vorteil, ich kann eine größere Nische haben. Nachteil, es ist auch riskanter, dass ich mal einen Account komplett platt mache vielleicht. Soll mir nicht passieren, aber ich meine nur, weil wir sehen, wie sich sowas bewegen kann. Das wäre bei Apple jetzt beispielsweise nicht der Fall. Dafür haben wir dann aber auch nicht so heftige Chance-Risiko-Verhältnisse. Vielleicht, ja. Soll heißen, seid immer objektiv, seid ehrlich zu euch selbst und lernt einfach, was das Zeug hält.
Gibt es jetzt hier noch abschließend Fragen? Eigentlich wären wir durch, 7 Uhr, aber natürlich wie immer abschließende Fragen und dann können wir mal schauen. Keine abschließenden Fragen. Ich habe ja so ein bisschen Zeitverzögerung hier, deswegen nicht denken, dass ich schon gegangen bin. Ich gebe euch noch ein paar Sekunden, dass ich hier vielleicht eventuell doch noch eine Frage sehe. Ansonsten würde ich mich schon mal recht herzlich bedanken. Das Video wird natürlich hochgeladen. Nutzt die Chance, hier auch wirklich vergünstigt da vielleicht in den Club reinzukommen. Ihr müsst auch nicht denken, dass das eine Abo-Falle ist oder so ein Scheiß. Nein, ihr könnt das mit einem Klick wirklich kündigen. Ja? Ihr könnt es auch direkt machen. Gar keine Frage. Ja, wir sind hier nicht so einer, die vielleicht mit Lamborghinis irgendwie Werbung machen. Nein, ich hoffe mit Wissen. Wissen ist Macht. Und wenn das einer hat, dann ist das gut. Wenn nicht, auch okay. Euro-US-Dollar handle ich gerade nicht, aber bringe ich auch immer wieder Analysen. Habe ich auch gesagt, Support Daily hat gerade schön gehalten. Gab es auch ein schönes Pattern, falls man Patterns handeln möchte und so weiter, ja. Es ist immer, man kann so vieles handeln, ja, das ist vielleicht so der Abschluss. Man kann so vieles handeln. Jeder muss für sich entdecken, was sind seine persönlichen Stärken. Liegt das eher im kurzfristigen, intuitiven Denken? Liegt das eher in langfristigen Überzeugungen und so weiter? Und dann kann man individuell darauf wirklich Lösungen finden. Und eine Lösung ist wirklich das Konzept, die Multi-Time-Frame-Analyse, weil wir es einfach auf unterschiedlichen Zeitebenen handeln können. Andere sind ein bisschen visueller, die möchten vielleicht Patterns handeln. Auch das können wir auf unterschiedlichen Zeitebenen machen, ja. Und dann können wir einfach sagen, okay, Währungsmarkt ist sehr interessant, sehr liquide. Aktien macht langfristig aus meiner Sicht mehr Sinn, beziehungsweise mir persönlich mehr Spaß. Warum? Weil ich dort einfach ein bisschen mehr von der Welt mitbekomme, ja, weil ich Unternehmen kennenlerne, weil ich mehr lese, weil ich mehr höre, ich fühle mich viel verbundener. Warum ist mir das wichtig? Weil es einfach meiner Persönlichkeit ein bisschen, ja, von meiner Persönlichkeit ausgeht, dass ich das eben möchte, dass mich das erfüllt. Und wenn ich das hier wirklich täglich als Beruf mache, nicht so wie bei euch, dass ihr vielleicht damit gerade erst anfangt, dann muss ich einfach erfüllt sein, damit ich langfristig das machen kann. Und dann kann ich nicht sagen, mir macht das keinen Spaß, aber dennoch mache ich hier Geld. Ja, das ist wie jeder andere Job dann für euch. Und das wollt ihr nicht. Das ist Trading. Ihr könnt bestimmen, was ihr tun möchtet. Und das ist einfach für mich zu sagen, selbst wenn ich erstmal Verluste realisieren würde und ein bisschen wieder von neuem anfangen müsste im neuen Markt, was sicherlich der Fall ist, was bei meiner Umstellung auf Aktien passiert ist, ja. Ist es für mich das wert, weil ich weiß, ich habe das schon mal geschafft und so weiter, weil ich weiß, langfristig, es geht immer um das Langfristige. Und wenn es mir mehr Spaß macht und wirklich meinen Job darstellt, dann bestimme ich, wie es abläuft und nicht irgendwie Geld oder sowas, ja. Das kommt dann automatisch, sobald man da richtig gelernt hat, ja. Also, das so ein bisschen abschließend. Ich hoffe, es hat euch gefallen, das Ganze in den nächsten Minuten dann auch on air hier bei YouTube nochmal zum Nachvollziehen. Ansonsten schreibt mich an, wenn die externe hier irgendwie kommen sollte, dann schreibt mich einfach an felix@wirmachentrader.de. Ich schreibe euch das Ganze auch nochmal ganz kurz hier rein. Spammt mich nicht voll, ja. Das wäre toll, ich spamme euch auch nicht voll. Und ja, ihr seht, das ist jetzt ein bisschen blöd da so geschrieben. Auf jeden Fall, so ist meine E-Mail. Könnt mich nochmal persönlich anschreiben, wenn ihr Fragen haben solltet oder so weiter. Ansonsten hoffe ich, vielleicht kommt ihr nächste Woche vorbei. Natürlich sehe ich die Mitglieder dort. Darauf freue ich mich auf jeden Fall, dass ich euch das individuell hier nochmal erklären kann, wie das abläuft. Und dann bedanke ich mich für eure Aufmerksamkeit und ja, wünsche euch noch einen angenehmen Abend. Bis zum nächsten Mal und guckt auch Sonntag rein, wenn das Goldvideo rauskommt. Also, haut rein.